So, meine Freunde, die nächste Ausgabe der Battle Arena Competitive Trainerschule mit dem CP-Dex und heute mit Mega Kaumrup, einem Mega, was sehr, sehr, naja, nicht unterschätzt wird, aber sehr, sehr selten gespielt wird und das man auch selten sieht. Verständlich, wie ich finde. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich alle Mega-Pokémon behandeln und wir behandeln auch Mega Kaumrup. Und wir fangen an mit den allgemeinen Informationen. Mega Kaumrup ist natürlich das normale Kaumrup. Feuer Boden. Es hat die Fähigkeiten Magma Panzer bzw. Felskern. Die versteckte Fähigkeit ist Kurzschluss. Und als Mega-Pokémon hat es die Fähigkeit Rohe Gewalt. Immun ist es gegen Elektroattacken. Logischerweise ist es auch ein Boden-Pokémon. Nicht sehr effektiv auf Kaumrup sind Feuer, Gift, Käfer, Stahl und Feenattacken. Effektiv gegen Kaumrup sind Bodenattacken. Und sehr effektiv sind Wasserattacken. Bei einer vierfachen Wasserschwäche auch nicht verwunderlich. Da sollte man vielleicht doch lieber wieder auswechseln. So, und hier sehen wir schon die Stats von Mega Kaumrup. Und hier ist was Krasses, denn Mega Kaumrup verliert massig. Es ist schon vorher langsam, aber es verliert massig an Initiative. Bekommt dafür einen ordentlichen Boost im Spezialangriff und im Angriff und in den Verteidigungswerten. Aber Mega Kaumrup ist halt langsam as fuck. Und das merkt man leider auch, weil Sweep-Potenzial hat es einfach nicht. Denn dazu müsste man es irgendwie im Trick Room spielen. Das ist relativ tricky in der 6. Gen. Von daher ist Mega Kaumrup vielleicht nicht immer die beste Wahl, aber es gibt ein paar Sets, die eigentlich auch ganz gut sind. Wir gehen aber erstmal zu den Attacken. Die empfehlenswerten Attacken für Mega Kaumrup sind Eruption, Erdkräfte, Steinhagel, Gener, Erdbeben, Toxin, Kraftreserve, Flammo, Feuersturm, Irrlicht, Steinkante als normale lernbare oder TM-Attacken und als Zucht- bzw. Tutor-Moves haben wir hier die Antikraft, den Hotter, den Verzehrer, Eisenschädel, Hitzewelle und Tornsteine. Wir sehen schon ein sehr, sehr gemischtes Verhältnis an offensiven und defensiven Attacken. Und was das in den Sets ausdrückt, sehen wir jetzt. Denn das sind meine zwei, in Anführungsstrichen, Lieblingssets von Mega Kaumrup. Dann ein offensives Kaumrup mit Kaumrup-Need, Fähigkeit, Felskern, danach hohe Gewalt. Wesenmäßig, IV ist verteilt auf 252 KP, 252 Spezialangriff und 4 in Verteidigung. Mit den Attacken Feuersturm, Erdkräfte, Antikraft, Irrlicht oder Kraftreserve Pflanze. Eigentlich relativ selbst erklärt. Feuersturm und Erdkräfte sind Step-Moves. Antikraft ist eigentlich nur dafür da, um zu hoffen, dass man einen Boost kriegt auf einen Wert, weil Antikraft kann ja jeden Wert mit etwas Glück um eine Stufe boosten. Und Irrlicht ist dafür da, um physische Pokémon zu verkrüppeln, beziehungsweise die Kraftreserve Pflanze einfach nur als Coverage gegen Wasser-Pokémon, die eventuell einwechseln. Hier könnte man auch eine Kraftreserve Elektro benutzen, um eventuell Garados gleich instant zu töten, müsste glaube ich sogar reichen. Aber Kraftreserve Pflanze ist da vielleicht immer noch am effektivsten. So, den Feuerpanzer, wieder mit Kaumrup Need, Ability Felskern und Hohe Gewalt, Wesen still. Und hier haben wir ein sehr, sehr defensives Set mit 248 KP, 176 Spezialverteidigung und 84 Initiative. Natürlich die Attacken Tornsteine, Toxin, Flammenwurf und Erdkräfte. Flammenwurf und Erdkräfte logischerweise, um wieder die Step-Moves dabei zu haben. Toxin im Pokémon zu vergiften logischerweise und Tornsteine als Lead ist gar nicht mal so schlecht. Die 84 Initiative sind einfach bloß dafür da, um bestimmte andere Leads zu überholen und eventuell schneller zu sein. Das heißt, wenn da vielleicht ein Stalus davor steht oder so, oder irgendwas anderes sehr, sehr langsames, was ohne Initiative Investment gespielt wird, oder mit negativen Initiativewesen oder sowas, oder mit 0 Init DV, dann ist man auf alle Fälle schneller und kann auch mal ordentlich zuschlagen als Mega Kaumrup, auch wenn man keinen Spezialangriff Investment hat. Aber man sieht schon, das ist eigentlich ein defensives oder ein Lead-Set, besser gesagt, und ist nicht so schlecht, aber Mega Kaumrup kann halt in aktuellen Meta seine Stärke nicht so ganz entfalten, denn sobald noch so Pokémon davor steht, muss Mega Kaumrup eigentlich zu seiner Mutti rennen und Rock und sagen, Mutti, Mutti, da steht ein Garados, bitte mach's weg. So, ihr könnt mal bitte eure Lieblings-Mega Kaumrup-Sets in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und ciao!